So, Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu GTA. Ich musste gerade so mitten quasi in die Folge reinstarten, einfach weil die Sequenz hier losging, in der die Quest anfängt. Bin nämlich gerade zu dem Lester gefahren. Und dann ging es auch direkt los. Sit down and face forward. Now I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh shit, y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves, then stole and sold everybody's private information, and even ripped his own friends' ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but, man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug, and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at this shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new mollus, sort of a super mollus, and it's called Priapulse. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA, and he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right. Fuck it. I got you. I thought that you would. Now, okay. Consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. Im Moment, er macht jetzt eine Investition. Eigentlich ist es ja so, dass wenn wir von irgendwem quasi den Leader killen, sozusagen, dass dann die Aktie fällt. Wisst ihr? Das ist ja so wie hier bei der Life Invader-Geschichte. Ja, gerade einmal zeigen. Wir haben ja hier die Aktien. Und dann haben wir doch hier, genau, die größte negative Veränderung ist bei Life Invader. Hier, ne? Kann man sehr gut sehen, weil wir da den Chef gekillt haben, quasi. Also ist ja eigentlich, macht ja eigentlich keinen Sinn, dass er jetzt irgendwie sagt, er will was investieren. Er will ja eigentlich, wenn, dann vorher Aktien haben, die er jetzt vorher noch schnell verkauft, quasi. Bevor das so runtergeht. Naja, ich bin mal gespannt. Wird schon irgendwie alles seine Richtigkeit haben. Oh, hier ist wohl, lol. Hier passieren auch einfach so Unfälle? LOL. LOL. Geil. Geiles Spiel, ey. Also für so welche Details liebe ich so welche Spiele. Sowas finde ich echt dann am besten. Ups, leicht verkackt. Okay, ja, wir fahren mal gerade den einen Kilometer bis zum Hotel durch. Okay, jetzt sind wir auch hier im Moment da. Sind wir anscheinend noch ein Stockwerk hoch? Nee, doch nicht. Gehen wir hier raus? Ah, nee, da vorne. Ah, ich sehe immer diese gelben Ringe nicht, Mann. So, okay. So, es sind Wachen eingetroffen im Zielperson, bla. Plane den Angriff schnell und such dir einen Platz mit guter Sicht auf das Hotel, okay. Oh, scheiße, haben wir überhaupt eine Sniper Rifle? Ich habe jetzt vorher gar keinen organisiert. Nee, wir haben eine AK. Oh, shit, das ist nicht das Beste. Schalte die Zielperson aus. Wer ist denn das jetzt genau? Scheiße, ich sollte mir eigentlich nur einen Platz oben suchen, haben sie gerade eben gesagt, ne? Aber ist nicht jemand, der da schon steht gerade, oder? Nee, ich habe, glaube ich, jetzt erst noch Zeit. Hoffe ich, wenn ich das richtig verstanden habe zumindest. Deswegen fahre ich jetzt erstmal weiter nach oben, damit ich da eine bessere Übersicht von der Situation kriege. Jetzt bin ich dann zwar auch weiter weg, was mit der AK nicht unbedingt besser ist zum Aimen, aber ja, wird schon passen. Scheiße, wie hoch geht denn das hier, ey, Mann? Alles leer? Ah, jetzt sind wir oben, okay. So, in welche Richtung liegt es? Liegt es nach da? Nope. Dann kann es eigentlich nur in die andere Richtung liegen. Also nach... da irgendwo, okay. Na gut, wie gesagt, ich habe jetzt keine Sniper. Okay, kommt die Person? Checkout in A, so und so vielen Sekunden. Ah, okay. Scheiße, ich habe aber gar keine so gute Sicht von hier oben. Hey, ich verkack's doch gerade voll, oder? Mach ich nicht gerade voll die Scheiße? Ich sehe doch überhaupt nicht, wo da irgendwer... Hey, kann ich hier hoch, ohne dass er runterspringt? Ja, okay. Na komm. In das Auto will er doch rein, oder? Ist er das? Ich weiß es nicht. Will er einsteigen? Ist er das? Ist er das?
Scheiße, Leute, ich weiß es doch nicht, Mann. Er wird ja auch gar nicht markiert oder so. Ja, Deckung ist aufgeflogen. Yo, ich glaub's auch, ey. Was für eine Scheiße da. Wo soll ich denn jetzt wissen, wer das war oder was? Bleib jetzt einfach hier unten stehen. Wir können uns ja hier so ein bisschen decken. Und noch näher dran gehen? Ne, ich denke, es ist von hier schon okay. So, Checkout in 1 Minute 20. Ein Checkout heißt ja eigentlich, dass er... Ist das der Moment, wo er seine Karte abgibt? Oder der Moment, wo er in sein Auto einsteigt? Oder wann ist das? Wie genau jetzt? Ich achte mal einfach drauf, ob Personen rein oder rausgehen oder so. Ich würde auch vorher jetzt schon Leute abknallen. Wenn ich mich verstecke, wird die Deckung vielleicht gar nicht auffliegen. Aber mache ich mal nicht. Okay, da ist gerade einer rausgekommen und die fahren jetzt mit dem Taxi weg, ne? Ja, okay. Auch gucken, dass der uns nicht sieht. Okay. So, und jetzt, da kommt einer, okay. Aber das ist der Wagen von eben, glaube ich. Der Bereich wird geräumt, okay, weil gleich da einer hinkommt, oder wie? Jetzt läuft schon wieder... Weißt du, es ist schon wieder so rot da unten rechts. So, als hätte ich jetzt schon wieder... Als könnte ich das schon die ganze Zeit machen oder so. Scheiße, kann ich meine Quest nochmal nachlesen oder so? Das ist ja voll kacke. So, es sind Wachen eingetroffen, um die Zielperson zum Hotel abzuholen. Es wird das Hotel sehr bald verlassen. Er wird es verlassen, okay. Plane den Angriff schnell und such dir einen Platz mit guter Sicht auf das Hotel. Schalte die Zielperson aus. Okay, das heißt, der kommt da bald raus. Ach, der will wahrscheinlich in das Auto einsteigen, ne? Dann will er in das... Genau, er kommt gleich raus und steigt in das Auto ein. Hoffe ich, dass er gleich rauskommt. Und das ist doch bestimmt so ein gepanzertes Auto hier, ne? Ja, mein Timer läuft jetzt auf null. Ja, ist doch kacke. Ich weiß doch gar nicht, was ich tun soll. Ach, jetzt kommt er erst raus, okay. Wo genau kommt er raus? Ach, da. Ja, da, ne? Down. Richtig? Alles gut? Alles richtig gemacht? Hoffe ich mal. Okay, noch einmal ein bisschen Leben. Okay. Müssen wir die alle ausschalten oder sollen wir lieber abhauen? Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind hier ganz gut gedeckt, ne? Okay. Jetzt sollten wir nur vielleicht... Versuchen wir wegzufahren? Ich glaube, wir versuchen jetzt wegzufahren. Scheiße, da ist natürlich dieses Cabrio hohe. Yo, scheiße, ich habe eine richtige Scheißkarre dafür. Fuck, 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 fuck. Okay, ich weiß, wie wir wegkommen. Wir können hier hoch. Nein, wir können auch da raus. Okay. Noch besser. Muss doch jetzt nur noch abhauen, oder? Zielperson ist doch down. Hängen die Cops ab. Ja, okay, sehr schön. Meine Güte, das hat jetzt aber... Eieiei. Weiß nicht, am Anfang, ich bin auch davon ausgegangen, dass dieser Text irgendwie vorgelesen wird, wisst ihr? Weil sonst wird immer alles vorgelesen, was unten ein Subtitle steht. Alles, was man selber lesen muss, steht immer oben links. Aber weil das so unten stand, habe ich das dann erstmal gar nicht so groß gelesen. Und dann habe ich das erste direkt schon verpasst. Das war natürlich suboptimal. Jetzt versuchen wir mal einfach hier irgendwie irgendwas zu finden, wo die ganzen Cops nicht herfahren. So. Und natürlich... Ah, wir haben nur 2 Sterne, okay? Das heißt, kein Heli. Das heißt, wir sind zugleich vielleicht sogar schon los. Kann mal gucken, wie sie jetzt fahren. Auf die Karte gucke ich gerade nur. Ja, sieht eigentlich gut aus. Okay, jetzt kommt da einer rum. Müsste ich vielleicht einmal jetzt mich nach hier verstecken. Noch sind die Sterne blinkend. Okay. Müsste ich vielleicht... Ja, er ist vorbeigefahren. Sehr schön. Okay. Und natürlich gleich noch ein Auto. Steigt wieder aus. Verstecke mich. Waffe wegstecken. Ja, sehr schön. Okay, Bullen abgehängt. Sehr schön, cool. Okay, dann mal direkt hier wieder in unsere schöne Karre rein. Die gefällt mir eigentlich richtig gut, bis auf dass die... Diese ganzen schnellen Karren haben immer alle so mega wenig Grip. Also ich suche dann eigentlich noch nach einem, wo das ein bisschen besser ist. Hey, it's done. I know, good work. Alright, well shit, let me know about the next thing. Will do, but before that, I've got to tell you something. Our investment portfolio is getting a little, successful. Genau das. I figured we needed some tangible assets and new property, so we bought a house in the Vinewood Hills. Yeah, sure, man, whatever. You know best about this shit. Oops. And we needed someone to live there for tax purposes, so some guys are moving your stuff in. Oh, shit! Meaning I don't have to live with my crazy ass aunt no more? Man, I don't know what the fuck to say, dawg. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. Ah, I'm joking. That probably isn't gonna happen. It's yours. Enjoy it. 3671 Wispy Mound Drive. Okay. Wir leben jetzt also nicht mehr da irgendwo in der Hut, sondern wir haben jetzt da unsere eigene Butze wohl irgendwo.
Aber wo ist die Frage? Da oben? Ist das das? Jo, da oben. Das müsste sein. Das können wir uns auf jeden Fall diese Folge gleich mal noch angucken. Ich wollte mal gerade mit ihm hier dann auch mal andere Kleidung kaufen. Oh, der Laden ist mir aber ehrlich gesagt ein bisschen zu schick. Ich möchte natürlich schon so in der Richtung bleiben, wie wir da bisher gefahren sind. Oder, nee, wir machen das anders. Wir machen jetzt einfach direkt die nächste Lester-Mission hinterher. Die liegt nämlich gar nicht so weit weg. Und dann schaffen wir auch ein bisschen mehr diese Folge. Und sowas wie dieses Haus angucken. Entweder fahren wir da sowieso bald hin für irgendwelche Quests, oder das ist auch sowas, das können wir auch in den letzten 3 Minuten einer Folge noch machen. Wenn da mal zeitlich wieder was nicht passt. Deswegen machen wir doch jetzt lieber gerade mal noch eine weitere Lester-Mission. Okay. So, ich gehe stark davon aus, dass die Quest gleich einfach wieder losgeht, sobald ich hier irgendwo bin, oder? Vielleicht noch aussteigen? Ah, hier klingelt ein Telefon, da müssen wir dran gehen, schätze ich mal. Ja. Okay, you know Redwood Cigarettes? Sure, the cigarette that built America. They've rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. There are 4 corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning. Is that all, dog? Shit, that's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long-range hardware to get this job done. You'll be helping a lot of people with this, Franklin, including anyone who might have a sizable investment in, say, debonair cigarettes. Ah, okay. Sehr schön. Achso, er kauft also immer die Gegenprodukte sozusagen, weil die natürlich dann extrem steigen, wenn das eigentliche von dem, was wir halt killen, das entsprechend fällt. Okay. So, was können wir hier machen? Können wir hier tanken oder wie? Oder einfach nur einen Benzinkanister mitnehmen, weiß ich nicht genau. So, den Geschworenen ausschalten, ja, aber wir sollen Long-Range-Sachen mitnehmen, hat er gesagt. Deswegen gehen wir gerade erst noch einmal hier in die Ammunition rein. Und gönnen uns da nochmal irgendwas Long-Range-iges. Boah, richtig coole Sachen schon zur Auswahl. Aber wir gönnen uns jetzt natürlich einfach nur eine der beiden Sniper hier vorne. Die untere können wir anscheinend noch gar nicht, nicht vorrätig. Und die obere gönnen wir uns dann einfach, würde ich sagen. Schalldämpfer ist keine schlechte Idee, verbessertes Zielrohr ist keine Idee. Ein Farbton ist eigentlich ziemlich egal. Wir sollten uns auf jeden Fall noch einige Munition dazu gönnen. Okay. Gut, das wäre es dann auch schon, oder? Wollen wir noch irgendwas haben? Ne, ich glaube, wir sind ganz gut bedient eigentlich. Können uns theoretisch noch Rüstung kaufen und so, aber ich glaube, das ist nicht so super wichtig. Okay, dann auf zu dem Geschworenen. So, auf wenigen Metern Entfernung. Und den sollen wir einfach nur ausschalten. Das weiß ich natürlich nicht genau, wer das jetzt hier wieder ist, ne? Ist ja wieder das Problem. Wer ist es genau? Einer von den Trainierern hier auf jeden Fall. Gehen wir einfach davon aus, dass es der jetzt ist, oder? So. Das war der erste. Ja, wie gesagt, mir fehlt irgendwie so ein bisschen das, hey, das ist die und die Person. Also man sieht das auf der Karte markiert so, aber ja. Hä? Was war das denn jetzt? Komm, steig ein. Nicht wieder aussteigen. Danke sehr. Okay. Hoffentlich kriegen wir jetzt auch nicht die ganze Zeit Sterne auf den Hals. Ja, jedenfalls. Oh, anscheinend müssen wir da hoch unbedingt um jeden Preis. Oh, das war auch ein schickes Auto. Ah, es lenkt mich alles so ab. Es ist so schön hier. Ah! Ja, nee, also wie gesagt, das fehlt mir so ein bisschen, das da. Zumindest, weißt du, so ein Dreieck, was nach unten zeigt, also so eine Pfeilspitze oder so, wäre ja nicht zu viel verlangt, oder? Denke ich mir so. Weil man hat schon so eine genaue Minimap-Ansteuerung, aber dann nicht irgendwie nochmal so eine Pfeilspitze übernehmen, den man killen soll. So, meh. Hätte man vielleicht ein bisschen klarer machen können, so. Weiß nicht, vielleicht steckt da ja auch irgendeine stilistische Idee hinter, die ich einfach nur nicht begreife. Aber so wie es für mich im Moment wirkt, ist das irgendwie doof. Ein bisschen. Aber das soll mich nicht weiter stören. Das Spiel insgesamt ist einfach so unglaublich geil. Da will ich mich jetzt gar nicht so drüber aufregen. Über diese eine Kleinigkeit hier. Wir sind sowieso jetzt gleich beim nächsten hier. Ich gut die Zeit überlabern, die Fahrzeit quasi. Und, ach, der ist da hinten auf seiner Yacht. Deswegen sollen wir dann wahrscheinlich Long-Range-Equipment mitbringen sozusagen. Ich fahre mal aber möglichst nah hier natürlich dran. So, und jetzt gönnen wir uns den natürlich mit der Sniper. Ich hoffe, wir können jetzt auch ranzoomen, weil wir ja das verbesserte Equip haben. Ist das eine Geschworene quasi? Warum ist das Bild so unscharf? So. Oh, ich habe beide mit einem Schuss gleich erwischt, oder wie? Okay. So, jetzt zum Medical Tower. Was? Ich drücke überhaupt nichts jetzt gerade.
Das ist schon wieder die Geschichte mit irgendwie wird das, was ich drücke, viel zu lange irgendwie erkannt. Ich weiß nicht, das ist so. Irgendwie ist das buggy. Ich lade eigentlich, wenn Updates da sind, muss man die, glaube ich, ja sogar quasi runterladen. Das ist jetzt nicht so, als würde ich da irgendwie Updates ablehnen und deswegen würde das sich nicht bessern oder so, sondern irgendwas scheint da kaputt zu sein. Und es ist vor allen Dingen auch nur hier so. Also es liegt auch nicht an meinem Keyboard oder an irgendwelchen Treibern oder so. Das ist irgendwie ein bisschen strange. Ein bisschen strange sozusagen. Okay, dann reisen wir einmal gerade zum nächsten durch. So, dann sind wir auch jeden Moment da. Und, oh Gott, also klingt immer wie eine Ausrede, aber ihr wisst gar nicht, wie schwer das ist, gleichzeitig halbwegs dezent das Spiel zu spielen. Hinter den schmutzigen Fenstern oder so war die Aussage, ne? Natürlich jetzt zoome, dann, oder überhaupt anvisiere, dann wundern sich natürlich schon alle. Da oben, ah. Der da? Ist das ein Geschworener? What? Ich dachte, ich soll vier Geschworene killen. Ach so, ja, doch. Die können ja, glaube ich, auch... Hä? Sind einfach so irgendwelche Leute Geschworenen? Ach, sind das... Ich kenne das jetzt amerikanische Staatssystem da leider nicht so. Sind das einfach so normale Bürger? Ich dachte, das wären jetzt auch so quasi Rechtsvertreter so. Aber anscheinend sind das immer irgendwelche normalen Leute. Ja, eben, da schienen, also bisher schienen alle nicht unbedingt so mega Rechtsvertreter zu sein. Also nicht so im Besonderen. Nichts jetzt gegen Muskelpakete und nichts gegen Leute mit, na gut, der mit der Yacht noch am ehesten. Nichts gegen Fensterputzer. Was soll's. Wir fahren einfach mal gerade noch zum letzten hin. So, ich hatte eben gar nicht zu Ende geredet. Ich wollte eigentlich sagen, ihr glaubt gar nicht, wie schwer es ist, dass ich gleichzeitig das eigentliche Spiel spiele, unten auf diese Minimap gucke, dann noch auf meine Anzeige gucke, hey, wie lange nehme ich schon auf und so, dann noch gucken muss, hey, nimmt auch Ton wirklich auf, etc., damit ich auch nicht nachher alles doppelt und dreifach machen muss. Es ist, ja, mehr als man vielleicht meint. Scheiße, echt nicht? Ah doch, okay, ich wollte gerade sagen. Hauptsache, ich treffe den jetzt hier. Der hat, glaube ich, auch ein ganz schönes Bike gehabt. Das nehmen wir uns, glaube ich, auch direkt mal. Das war hier für die Regenfahrt nicht das Allerschönste, aber... Ja, Pegassi. Schon ein ganz flottes Teil, glaube ich. So, damit haben wir die Mission auch bestanden. Sehr schön, da haben wir doch ordentlich was geschafft, diese Folge. Okay, 7000 haben wir dafür auch noch bekommen. Das ist natürlich auch spitze. Nächste Folge, würde ich sagen, klöppeln wir einfach mal diese beiden Missionen hier mit Michael durch. Aber vorher werde ich gerade noch einmal zu Dingens hier hinfahren. Folge ist zwar eigentlich schon voll, aber wir nehmen uns einfach mal die Zeit. Jetzt auch schon wieder! Ich drücke nur ganz kurz A und er hält das viel zu lange gedrückt. Wir nehmen uns jetzt einfach die Zeit, fahren noch einmal gerade zu der Villa hin und gucken uns die dann noch einmal kurz an. Bis gleich. So, dann sind wir auch angekommen. Gerade schauen. Oh, hier stehen schon mal unsere Sachen. Das ist natürlich schon mal sehr toll. Hier haben wir auch eine Garage. Das ist Franklins neuer Unterschlupf. Hier kannst du Fahrzeuge speichern, indem du sie in die Garage parkst. Ja gut, da wäre ich jetzt auch selber drauf gekommen, da das ja bei allen Unterschlupfen so ist. Ein Unterschlupf, zwei Unterschlüpfe? Keine Ahnung. So, wir nehmen auf jeden Fall mal das Motorrad und ich weiß nicht, ob dieses Auto da jetzt immer stehen bleiben wird. Deswegen gönne ich mir das jetzt auch einfach mal gerade und stelle das in die Garage. Ist auf jeden Fall auch eine ganz schicke Karre so. Wollen wir mal direkt damit zu... Ich drücke gerade gar nichts. Ja, und er drückt einfach die ganze Zeit W. What the fuck? Warum passiert das jetzt auch noch so häufig, diese Folge? Ich habe eigentlich gesagt, gut, ich will mich nicht drüber aufregen, aber jetzt wird es langsam nervig, du. Meine Herren. Okay, unseren Hundi haben wir anscheinend auch mitgebracht. Hier, wie heißt er nochmal? Scheiße, Namen vergessen. War ein richtig cooler Name. Wo ist er denn? Da unten wahrscheinlich irgendwo, oder? Irgendwas mit B, ne? Ach, Shop, genau. Ich hatte irgendwie an Brock oder sowas gedacht. Ja, cool, der ist auch da. Okay, und ansonsten sieht das hier auch ganz knorke aus, muss ich sagen. Kann man so zeigen, ja. Ist ganz nett. Coole Sache. Richtig geil, um genau zu sein. Richtig fucking awesome. Nice. Holy crap. Okay, coole Sache. Ja, das ist auf jeden Fall unsere aktuelle... Oh, warte mal. Da können wir uns bestimmt dieses Medikit nehmen und damit Leben wieder auffüllen. Snack! Genau, sehr schön. Joa, das wär's dann für heute. Coole Villa, wirklich. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, ihr wisst, was zu tun ist, gebt den Daumen nach oben und ja.
Morgen würde ich sagen, machen wir wie gesagt die beiden Missionen. Machen wir. Hä, kann ich nicht rausscrollen? Nee, hier kann ich anscheinend nicht rausscrollen, weil ich gerade in der Villa bin. Okay. Wir machen jedenfalls die beiden Missionen mit Michael und dann kommen wir auch wieder voran. Insgesamt sind wir jetzt, glaube ich, auf guten 20%, vielleicht auch 25% oder so, damit ihr schon mal so eine Vorstellung habt, in welche Richtung sich das bewegen wird. Allerdings weiß ich nicht, ob das jetzt 25% von allem sind oder von der Story, weil ich glaube, von der Story sind wir schon weiter, aber von allem so sind wir insgesamt halt erst bei 25%, wobei das halt irgendwie alle möglichen Kleinigkeiten, die man so machen kann, beinhaltet. Okay, Freunde, bis morgen. Tschüss.